Morgen. Guten Morgen, Monoing TV. Ja, wir sind heute in Braunschweig in einem Club, der heißt West End. Alles neu, alles schick. Ich habe gehört, der Club ist 4 Jahre alt, aber natürlich, weil 2 Jahre leer war, ist immer noch alles wie neu. Und gestern hatten wir Tourauftakt in Bremen. Es war absolut emotional für alle, für die Crew, für die Band, für den örtlichen Veranstalter. Irgendwie dieses, es geht wieder los nach 2 Jahren Stillstand. Das hat allen so gefehlt. Und ach, es war eine Mischung aus Euphorie, Erleichterung und Feiern. So, ich bin immer noch berührt und ich glaube, das wird sich auch so jetzt durch die Tour weiterhin so durchziehen, weil man merkt den Fans auch an, das hat denen gefehlt. Es ist ja auch so, dass 2 Jahre lang diese Nähe auch zu anderen Menschen, dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Der Mensch braucht menschliche Nähe genauso wie Essen und Trinken. Es ist ein Grundbedürfnis. Und das kann endlich wieder erfüllt werden. Und es ist so wie ein ausgehungerter Mensch, der erstmal wieder ein Käsebrot kriegt. Es ist geil. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Monoing TV in Braunschweig. Kalt. Der Rabe fliegt wieder. Danke drin. Hallo ihr Lieben, ich sitze hier gerade in unserem Tourbus. Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Sache, nach 2 Jahren mal wieder in so einem Tourbus zu sein. Martin und ich waren zwar mit unserem Sohn während der Corona-Zeit sehr, sehr lange in unserem eigenen Bus unterwegs. Wir haben so einen ganz kleinen ausgebauten Sprinter, wo wir tatsächlich dann auch auf 6 Quadratmetern ziemlich lange jetzt gewohnt haben. Dennoch ist das wieder was anderes, hier mit 15 Leuten, alles Männer, die schnarchen, in einem Bus zu sitzen und ja, mit ganz wenig Privatsphäre so eng zusammen zu sein. Das ist tatsächlich jetzt so die ersten Nächte wieder eine krasse Herausforderung gewesen. Also ich glaube, die sich abends irgendwie schön einen reindonnern, die kommen damit ganz gut klar. Aber für alle anderen ist das immer erstmal wieder, ja, Gewohnheit. Man muss sich dran gewöhnen, weil es ist einfach so, du möchtest auf Toilette, das Klo ist besetzt, dann stellst du dich erstmal an. Überall ist es immer eng und voll und es ist schon echt krass. Jetzt bin ich hier gerade ganz allein. Das ist irgendwie auch mal schön. Ich habe es heute Nacht das erste Mal seit Jahrzehnten erlebt. Ich bin in Bremen nach dem Duschen ins Bett gegangen, eingepennt und ich habe nicht mitbekommen, wie der Bus gestartet ist. Und gar nichts mitbekommen. Ich bin heute Morgen einfach aufgewacht, habe mein Fenster aufgemacht und habe gesehen, wir stehen in Braunschweig. Herrlich. Ich fühle mich ausgeruht, ausgepennt. Die Familie hat gut gepennt. Die Band hat gut geschlafen. Die Crew hat gut geschlafen. Ach, könnte ja alles nicht schöner sein. Monoing, da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das sagt, aber dieses familiäre Zusammensein, also gefühlt die Crew von der Band ist jahrelang handverlesen und das sind Freunde, mit denen man auf Tour geht, also es ist eigentlich wie eine Klassenfahrt und jeder kommt mit jedem super klar und man würde auch sich jeden anderen nach Hause zum Grillen einladen, zum Kaffee trinken und deswegen ist es ein gemeinsames Beisammensein und kein zusammengewürfelter Haufen und
macht einfach Spaß, gesellig, familiär. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. There was thunder and light, it was raining all night, but it burned with a book of fire. Ja, jetzt sitze ich hier gerade am Fahrersitz, kann man glaube ich erkennen. Hier fährt unser lieber Martin. Irgendwie heißen auf dieser Tour plötzlich alle Martin. Martin heißt Martin, der Busfahrer heißt Martin, der Truckfahrer nebenan heißt Martin. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben ganz viele Martins gebucht. Und draußen könnt ihr tatsächlich schon einige Fans sehen, die warten, glaube ich, aufs VIP-Meeting, das gleich stattfindet, zum Soundcheck. Da machen wir immer so einen Soundcheck, wo die Leute, die sich ein VIP-Ticket gekauft haben, zuhören können. Und danach machen wir mit den Fotos und unterhalten uns ein bisschen. Und das ist eigentlich immer total schön, wenn man dann die Möglichkeit hat, ein bisschen intensiver Zeit miteinander zu verbringen. Wegen Corona und ich bin so froh, dass wir endlich alle da sind. Mono Inc., herzlich willkommen, kommen zu uns. Ja, jedes Jahr, wir warten und die jede Menge von Fans, die schon in der Stadt seit 2 Tagen gewartet haben, ich glaube, die werden sich auch total freuen. Vielen Dank, hockiges Gruß. Ich habe sie damals in Braunschweig vor Unheilig gesehen und das war dann wirklich so gehört, gesehen, verliebt und seitdem dabei. Wir waren das letzte Konzert war in Goslar da oben, in diesem Bergwerk. Und davor waren wir in Hannover. Ja, und da war ja die Corona-Pause. Ewigkeit, 2,5 Jahre. Also wer nicht aufs Konzert geht, hat selber schon. Hallo ihr Lieben, ich bin Val Perun, ich komme aus Kroatien und ich spiele Bass für Mono Inc. für die Book of Fire Tour 2022. Es tut mir leid, ich spreche Deutsch nicht so gut. So, Englisch. Last night it was Bremen show. My very first show that I've played together with Mono Inc. And it was... Words cannot describe it, how wonderful it was. I've met a lot of you in the VIP, we hanged out, and I just want to say thank you so much for the very warm welcome. It was lovely to see you, it was lovely to play, and it was just... I feel this warm feeling of welcoming, and I just want more. I can't wait for tonight's show. And the show after that, and all the other shows. So, vielen Dank für alle und wir sehen auf dem Tour. Wie es einer Band geht, die nach 2 Jahren Zwangspause wieder zurück auf die Rennbahn darf. Es war großartig. Wir schweben alle immer noch auf Wolke 7. Es ist so
ein fantastisches, erfüllendes Gefühl gewesen, gestern in Bremen zu spielen. Jetzt dieser Club hier, also wirklich das wieder zu machen, weshalb man sich ursprünglich mal entschieden hat, Musiker zu werden. Nicht, weil man im Studio ist und Platten macht, sondern weil man rausgeht mit den Menschen, gemeinsam Musik zu erleben. Ich könnte jetzt ewig weiter erzählen, aber es war gestern so ein unfassbar emotionaler, großartiger, bewegender Auftakt, dass ich ja eigentlich merke schon, ich ringe nach Worten. Aber vielleicht habt ihr ja Gelegenheit, während der Tour selber mal reinzuschauen. Traut euch, erzählt es weiter, es geht wieder los, back to life, mit allem, was dazugehört. Feiert mit uns, genießt es und unterstützt auch andere Künstler, nicht nur eure Lieblingskünstler mit dem Raben auf der Brust. Dankeschön. Ich bin, glaube ich, die einzige Person, die sich mit ihrem Mittelfinger schminkt. Mit dem. Weil irgendwie finde ich, also manchmal benutze ich für ganz enge Sachen hier zwischen den Augen so ein Ding, aber grundsätzlich finde ich, man hat überhaupt keine Kontrolle mit so einem Ding. Also mit dem Finger geht das viel besser. Im Moment gerade sieht es noch ein bisschen aus wie ein Panda-Bär, aber ich glaube, wenn ich fertig bin. Und noch dazu bin ich auch gegen total viel Schminke allergisch. Deswegen habe ich hier so eine hypoallergene Schminke. Und was gar nicht geht, ist Kajal. Und deswegen muss ich das immer alles mit Lidschatten hinkriegen. Es ist jetzt 20.30 Uhr. Das weiß ich deshalb, weil um 20.30 Uhr, genau um 20.30 Uhr und nicht um 31 Uhr und nicht um 29, sondern um 20.30 Uhr kriege ich meinen Lieblingsdrink. Und dann weiß ich immer, okay, 30 Minuten bis Showtime. Polnische Hochzeit at its best. Mm. So viel Absolut-Wodka, so viel naturtrüber Apfelsaft, dann bis oben in voll mit Eis und dann Mineralwasser drauf. Mm. TV. Das war Braunschweig und das war ziemlich geil. Ich danke euch.